Wer der Feuerwehrwilliges will zu wissen, das bin ich. Und ich spreche heute mal über etwas Ernsteres, und zwar Schweden. Oh, jetzt bist du ja überrascht. Es geht darum, Schweden ist ja gerade eine kleine Notlage. Da brennt es und brennt es und brennt es. Wälder, Felder, Großflächen, alles brennt da wie verrückt. Man weiß gar nicht, wo man als Schwede anfangen soll, da zu löschen. Und die haben natürlich irgendwann erkannt, diese Lage ist nicht mehr beherrschbar und haben um Hilfe gerufen. So. Darüber will ich kurz mit euch sprechen. Und zwar jetzt helfen wir natürlich aus Deutschland auch mit, was ich super finde. Erst finde ich super, dass die Schweden auch sagen, okay, wir sind hier an unserer Grenze, wir brauchen mal Unterstützung. Finde ich super. Ne? Besser als einen falschen Stolz da elendig da irgendwie versuchen, was hinzukriegen, was ohne Erfolg ist. Jedenfalls sind wir jetzt am Helfen und aktuell ist da die Feuerwehr aus Nienburg. Hier in Nienburg-Weser ist 30 Kilometer von mir entfernt. Sind da am Helfen mit knapp über 50 Kameraden. Von der Feuerwehr. So, und die Feuerwehrkameraden, die da sind, das ist keine Berufsfeuerwehr, sondern das sind freiwillige, ehrenamtliche Feuerwehrleute. Das heißt, sie haben einen Hauptberuf. Und da will ich kurz mit dir drüber sprechen. Nimm dir kurz die Zeit, weil die, die ja gerade drüben sind, die nehmen sich noch viel mehr Zeit dafür. Und deshalb kurz zuhören. Ich will kurz erzählen, und zwar ehrenamtliche, also das Schöne bei uns in Deutschland ist ja, es kann jeder zur Feuerwehr kommen. Ne, zum Rettungsdiensten auch, Hilfswerk so und so, auch alles super. Die ganzen Organisationen, die es so gibt, fantastisch. Also ich würde am liebsten zu allen gleichzeitig gehen, aber ich kann halt das zeitlich nicht aufbringen. Also ich bin jetzt bei der Feuerwehr, war auch mal lange Zeit beim THW. Jedenfalls die Feuerwehr ist bei uns so das Schöne in Deutschland, da kann jeder hingehen, der will. Ne? Ob er nun Talent dafür hat oder dafür, für jeden wird eine Aufgabe gefunden. Und ob nun einer an der Bank arbeitet, mehr schreibt oder jemand Mechaniker ist, mal richtig anfassen kann, oder ein Landwirt, der ein Allrounder ist oder ein Programmierer, der alles kann oder was weiß ich, ne? Bäcker, Schlachter und so weiter. Das ist ja eine bunte Mischung, was den Ehrenamtlichen hilft. Und das ist gerade das Tolle. Weil jeder hat auf einmal aus seinem privaten Umfeld eine Lösung für das Problem, wo vielleicht jeder andere sagen würde jetzt, oh, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ne? Und das ist das Schöne an der Freiwilligenfeuerwehr. Und ich weiß die Zusammensetzung da drüben, falls ihr mich seht, ihr seid super. Ich bin stolz, dass ihr da seid. Deshalb die Zusammensetzung, die gerade rübergefahren ist, ist lauter Ehrenamtlichen. Das heißt, die mussten auf der Arbeit vorgestern anrufen und sagen, ich bin dann mal weg. Und die auf der Arbeit, falls die Chefs zu gucken, finde ich auch super. Das gehört ja irgendwie alles zusammen. Ne? Die Chefs sagen, fahr los, finde ich gut, dass du das machst. Mach dir keinen Kopf, wir kriegen das hier ohne dich hin. Könnte bei uns ja genauso das Problem sein, finde ich super, danke. Ne? Solche Chefs gibt es, viel mehr als man glaubt, das finde ich super. Oder Vorgesetzte, dass sie einen den Rücken stärken. Also dafür erstmal an die jetzt mal ein schönes Dank. Ne? Dies gefällt mir, was sie da unten jetzt gleich gedrücken, das ist nur für euch. Und die Feuerwehrleute so und so, die Zeit aufbringen und die Familie sagen, ich weiß, wir hatten uns eigentlich verabredet, wir wollten zum Geburtstag. Gerade zur Ferienzeit muss man der Familie natürlich schon beibringen, aber ich weiß, die Familien stehen dahinter, weil ohne den würde es auch nicht gehen. Ne? Wenn die Partner da nicht hinterstehen, klappt das System nicht. Ne? Also auch an die. Das gefällt mir, ist auch für euch. So. Und wie gesagt, die Feuerwehrleute, die da sind, ich weiß, Feuerwehrleute sind es nun so, genau wie die anderen von den Ehrenamtlichen, haben eine gesunde Macke, die da heißt, ich denke an die anderen zuerst. Die stellen sich meistens selber in den Hintergrund und helfen erstmal anderen. Das ist eine kleine Macke, aber die ich auch habe und die viele von euch, die jetzt wahrscheinlich zuschauen, auch haben. Und das ist aber auch gut so, weil man merkt, dass in der Gefahrenlage, zum Beispiel Hochwasser, waren viele Zivilisten, die geholfen haben, also Sandsäcke füllen und sowas. Das war auch super und da hat man halt gemerkt, dass im Moment, wo die Leute merkten, oh, so eine Organisation, dass es organisiert ist, ist wichtig. Ne? Weil hinter diesem Sandsäckefüllen war ein großer Organisationskopf, der zum Beispiel von der Feuerwehr mitgeführt wurde, von wem auch immer, wo wir Strukturen reinbekommen. Ne? Das, sonst ist das ein wildes Chaos und die Ameisen rennen in alle Richtungen und am Ende hofft man, dass alle Ameisen wieder da sind. Und das ist halt super organisiert und das ist halt das Schöne. Und jetzt wieder wie in Schweden, also erstmal finde ich auch ganz toll, wie wir in Schweden empfangen wurden. Das will ich mal oben kurz einblenden. Seht ihr das? Also ich finde das super. Das finde ich echt rührend, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. So ein Empfang von den Schweden, die so viel Sorgen haben und dann noch Kraft und die Zeit aufnehmen und uns so begrüßen, das finde ich grandios. Ne? Also ganz toll. Von hier also einen ganz lieben Gruß erstmal an die Schweden selber. Ihr habt auch ein paar gefällt mir hier verdient. Und ja, also ich finde das einfach super, dass wir da helfen und dass das so schön läuft. An die schwedischen Mitbürger, die es vielleicht sehen und verstehen, was ich gerade sage. Super, ich finde es super, wie wir empfangen wurden. Schweden, sehr sympathisch und ja, also wenn Not ist, bin ich sofort bei euch und helfe euch auch mit. Ne? Also wie gesagt,
Ich hoffe, dass ihr das schnell in den Griff bekommt alles. Infos zur aktuellen Schwedenlage könnt ihr finden im Internet unter jazurfeuerwehr.de oder unter Facebook gibt es auch Ja zur Feuerwehr. Das ist ganz wichtig, weil das ist so unsere Seite für Feuerwehrleute, wo immer mal reingucken und aktuell sehen, was, so, was da gerade los ist. Ne? Das sind halt seriöse Nachrichten und man kann da genau hingucken und da könnt ihr das gerne verfolgen. Wir haben auf Facebook auch eine Gruppe, die heißt Ich bin aktiv bei der Freiwilligen Feuerwehr. Da sind wir knapp 43.000 Feuerwehrleute, 43.000 in der Gruppe. Und ich weiß, dass davon mindestens 40.000 sofort losfahren würden, um zu helfen. Weil der Feuerwehrmann ist genau das, was ich vorhin beschrieben habe. Der will helfen, der will los, der will nicht lang schnacken, er will die Welt verändern, ne? Und er will machen. Ne? Und jeder hat das Gefühl, er kann was bewirken. Ist auch so, wie gesagt, aber passt auf euch auf, weil auch Feuerwehrmenschen, Feuerwehrleute, Männer und Frauen, die sind auch nicht unzerstörbar. Ne? Also ich bitte hier der Gruß an die Helfer in Schweden, passt bitte auf euch auf, kommt heile zurück, keine Brandblase bitte oder Schlimmeres. Seht zu, dass euer Heile zurückkommt. Wir alle drücken euch die Daumen. Und ich weiß auch in der Gruppe hier, in dieser, ich bin aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr, wir posten auch ganz viel darüber und kriegen auch viele News, weil Mitglieder auch gerade davon in Schweden sind. Dafür immer schönen Dank für die Bilder und Infos. Die lasse ich hier nebenbei ein bisschen laufen. Also finde ich super und drücken euch die Daumen und ihr habt alle hinter euch stehen und wir drücken euch die Daumen und sind in Gedanken bei euch. Wir sind stolz auf euch, ne? Alles klar? Gut, euer Feuerwilli, bis dann. Macht's gut.